Seifenblasen gegen Sprechblasen. Alina Karaschinski, Stadtverordnete der Bündnisgrünen, kommentiert den Aufmarsch der Neonazis ohne ein Wort. Wozu auch, ist doch schon genug Getöse in der Stadt. Knapp 100 Rechtsradikale hatten sich vor dem Verwaltungsgericht gegen ein Demonstrationsverbot des Polizeipräsidenten durchgesetzt. Und weil sich viele Frankfurter damit nicht abfinden konnten, organisierten sie an einem Einkaufszentrum eine Gegenveranstaltung. Nicht nur Politiker, auch Unternehmer sprachen sich dort gegen den dumpfen Globalisierungshass der Rechtsradikalen aus. Andere Kulturen, andere Ansätze erlauben uns im Prinzip Wege zu finden, die wir bisher überhaupt nicht sehen konnten. Anderen war das Selbstgespräch der Gleichgesinnten nicht genug und so versuchten sich einige Demonstranten, den Trupp des Hamburger Neonazi-Führers Christian Worch direkt in den Weg zu setzen. Ein paar Minuten stoppte der Zug, dann musste die Polizei ihren Job erledigen. Das ist eine kleine Beklemmung, aber es war eben ein minimaler Beitrag, den man hat leisten können, um überhaupt eben sich in den Weg zu legen. Möglichst laut und möglichst dicht versuchen linke Jugendliche an die Demonstration heranzukommen. Die Polizei steht zwischen den Fronten, spricht Platzverweise aus und setzt sie schließlich drastisch durch. Ein paar Meter weiter ist die Straße wieder blockiert. Machen Sie die Straße frei und begeben Sie sich in diese Richtung. Ein Politiker stärkt den Jugendlichen den Rücken. Findet es Ihren Beifall? Was heißt Beifall? Das ist ziviler Ungehorsam, der notwendig ist in diesen Zeiten. Dass diese Demonstration hier heute in Frankfurt stattfinden kann, ist doch wieder mal ein Grund genug, auch junge Leute zu finden und sich darüber zu freuen, dass es die jungen Leute gibt, die sich hier hinsetzen. Am Ende lässt die Gruppe mit sich reden. Die Demonstration geht weiter. Wohin sollen wir mit unserer Wut, fragen sich ein paar Schülerinnen. Sie wollten ihr zweisprachiges Transparent den Rechten entgegenhalten. Doch der Lesestoff erreicht die Adressaten nicht. Ich meine, wir wollen friedlich demonstrieren und wollen unsere Plakate zeigen, genauso wie die ihre Plakate zeigen dürfen. Die Rechtsradikalen verabschieden sich mit Sprechchören gegen die USA, Israel und die Globalisierung. Die Polizei ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Für sie ist nichts Besonderes passiert.